Hast du Lust auf ein kleines Spielchen? Sehr gerne. Weil wir uns nämlich gedacht haben, Erfindungen sind manchmal so verrückt, ja, dass man gar nicht weiß, ob die erfunden sind oder ob die erfunden sind. Wow. Spielen wir darum dieses Spiel zusammen. Wir spielen Erfunden oder Erfunden. Euch werden gleich unterschiedliche Produkte vorgestellt und ihr müsst entscheiden, ob es dieses Produkt wirklich zu kaufen gibt oder ob es wirklich erfunden wurde oder ob wir das erfunden haben. Ja? Und los geht's! Erfunden oder Erfunden? Sie kennen das. Liegen. Es ist herrlich bequem, aber es gibt ein Problem. Man kann nicht an seinem Körper herunterschauen, ohne seinen Kopf zu beugen. Nackenschmerzen sind garantiert. Doch dafür gibt es jetzt die Lazy Glasses. Damit können Sie bequem gerade liegen und nach unten schauen. Dank Lazy Glasses. Liegend genießen und gucken. Und den guten alten Penis kann man auch mal wieder sehen. Janine Ullmann, du fängst an. Erfunden oder erfunden? Ich weiß auch nicht. Du weißt es auch nicht, ne? Ich weiß auch nicht. Also, die Lazy Glasses. Darf ich das mal sehen? Hast du das noch? Eigentlich ist das gegen die Regeln. Also ihr müsst das von hier aus beurteilen. Das nicht anfassen. Ne? Okay. Sonst kann man irgendwie gucken, ob da... Also, wir dürfen es nicht anfassen, was mich schon mal misstrauisch macht. Finde ich auch. Dann könnte es natürlich sehr schnell eben noch kurz mit der Klebepistole zusammengeschnürt worden sein. Er sieht natürlich wahnsinnig gut aus. Mhm. Andererseits, wenn man in den Spiegel reinguckt, dann sieht man auch, dass das schon einigermaßen professionell aussieht und auch ausgerichtet ist. Hattet ihr solche Erfindungen auch in eurer Sendung? Oder gibt's genau das jetzt gerade nicht. Aber ich finde es tatsächlich sehr praktisch. Mhm. Also, ich glaube, es ist von euch erfunden. Also von euch ausgedacht. Ich glaube, es gibt es nicht. Ich würde sagen, um spannend zu machen, würde ich sagen, das ist tatsächlich... das ist echt, das gibt es tatsächlich und das ist so eine, habt ihr wahrscheinlich gefunden über irgendeinen Sponsored Post bei Facebook oder sowas. Da wird einem das dann so gezeigt und dann klickt man da drauf und auf einmal sieht man das, dann kann man bei Amazon bestellen. Ich löse auf, es ist erfunden in dem Sinne, dass es das tatsächlich gibt. Von Erfindern ist es erfunden worden. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Was hat das denn jetzt zu bedeuten, dass ihr da jetzt zu dritt steht? Das ist nämlich schon das nächste Produkt. Ach so. Aha. Sie kennen das. Übel riechende Blähungen. Puh. Doch das gehört nun der Vergangenheit an. Denn dafür gibt es jetzt Subtlebutt. Subtlebutt. Er neutralisiert übel riechende Darmwinde. Damit sind Sie wieder die Nummer 1 bei Freunden und Ihren Kollegen. Subtlebutt. It's a wind of change. Subtlebutt. Ich möchte, dass es das zu kaufen gibt. Ist das wie so eine Slip-Einlage, die man sich da hinten Ja, das ist aus Aktivkohle, das kann man sich rausnehmen. Aus Aktivkohle? Wie so ein Mikrowellenfilter, wie so ein Dunstabzugshaubenfilter. Also du könntest hier einfach auch so eine Schuheinlegesohle einfach hinten in die Unterhose stecken, so ungefähr. Genau. Gibt es das in Tannenbaumgrün und in Blümchen, Kamille und so? Gibt es verschiedene Duftvariationen? Es gibt nur eine, die halt wirklich von Wissenschaftlern getestet wurde und die wirklich den Pupsgeruch eliminiert. Also ich würde wieder sagen, es ist wieder echt. Ich habe da, glaube ich, mal was drüber gelesen, dass es das gibt. Also ich möchte auch, dass es echt ist. Ich glaube, gleich im 10er-Pack bestellen. Okay. Und die wichtige Frage ist, jetzt mit Blick auf deine Sendung, kann man da einen Elektromotor anschließen? Ihr habt beide recht. Tatsächlich, es gibt es. Es ist von Wissenschaftlern erfunden worden. Toll. Praktisch.
Kommen wir zum nächsten. Ganz kurz, du hast ja früher im Mediapark bei Viva gearbeitet. Ich weiß aus eigener Erfahrung, da gab es Aufzüge. Ja. Und der damalige Chef, ja. Dieter Gorni, ich kann mir vorstellen, dass das jemand ist, mit dem man nicht so gerne im Aufzug steht, weil man die ganze Zeit denkt, entweder pupst er wahrscheinlicher oder vielleicht pupst oder man selbst. Oder man selber. Ja, dann besser man selbst. Wer hat bei Viva am meisten gepupst? Also. Lämmermann. Frank Lämmermann. So, kommen wir jetzt zum nächsten Produkt. Kennen Sie das? Klopapier. Sie haben gerade ein großes Geschäft gemacht, doch dann der Schock. Das herkömmliche Toilettenpapier ist einfach nicht groß genug. Die schlimme Folge, eine fäkale Kontamination der Putzhand. Unangenehm. Doch das muss nicht sein. Denn jetzt kommt die Hygienerevolution aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Shittens. Ach komm, hör auf. Damit sie große Geschäfte endlich sauber abschließen Leute, können. Ehrlich. Shittens. Nie wieder kotverschmierte Hände. Nie wieder. Was meinst du? Ich kenne einen Erfinder, der genau sowas Ähnliches gemacht hat. Aus der Sieht Sendung? Man bei Das Ding des Jahres. Ja. Nicht im Ernst. Ja. Aber das ist dann so ein Ding, das ist ein Handschuh, wo man dann sich den Arsch mit abwählt. Und hat man dabei noch Klopapier in der Hand? Oder ist es wirklich nur so? Dann brauchst du, glaube ich, nicht mehr, oder? Statt Klopapier. Kann man das auch zum Rausholen von heißen Sachen aus dem Backofen und zum Dieseltanken? Zum Dieseltanken. Dieseltanken, ja, genau. Aber ich, erst danach den Hintergrund. Ich würde es auch sagen, das ist crazy genug, aber würdest du das benutzen? Auf jeden Fall. Wirklich? Was da immer für ein Theater ist bei mir unten rum, das brauche ich. Und da dann noch diese Pupsdinger. Ja. Das ist doch, ich finde, das ja, ist eine Das könnte man kombinieren. Diese Pupsdinger an den Handschuh rankleben und mit dem Elektromotor verbinden. Vielleicht also sollten wir müssen einsteigen in dieses ganze Geschäft. Ja, und Joko überzeugen, dass er 2 Millionen investiert. Dass er uns, macht er locker. Er muss macht uns er locker. Ja, ich würde auch sagen, es gibt das es. Das gibt es. Ja. Ihr habt beide recht. Es gibt es tatsächlich. Die Shittens. Erfunden. Die Shittens. Ist aber nicht gut, dass ihr das erfunden oder erfunden genannt habt. Finde ich nicht gut. Ich hätte das. Entschuldigung, hätte du würdest das benutzen, oder? Ich würde es nicht benutzen. Nein, um es einmal auszuprobieren. Bist du Falter oder bist du Knüdeler? Nein, kein Knüdeler. Oder so ein Handschuh? Nein. Den man so wickelt. Kenn ich auch. Und wie viele Lagen? Die Anzahl der Lagen im Klopapier ist total altersabhängig. Habe ich 8 Lagen? Acht. Richtig. Gibt's das? Luxus pur. Luxuriös von Harald Glückler. Mit Gold dran. Ach, das kann man auch als Reisekopfkissen benutzen. Ich habe Klopapier mit Goldrand. Wirklich? Beschichtet, mit so Goldfäden durchzogen. Ja. Mir ist im Supermarkt letztens aufgefallen, man muss, um Geld zu sparen, muss man die Blätter und die Anzahl der Blätter pro Rolle und die Anzahl der Rollen im Paket zählen. Ganz wichtig. Und dann umrechnen auf Preis pro Blatt. Ja, ich mache das nur noch mit Bitcoins, deswegen kenne mich da gar nicht mehr so aus. Ich bin da nicht mehr so im Papier. Super, wir kaufen nur noch mit Bitcoins. Thema drin. Ist nicht mehr mein Business. So, alright. Was gibt's als nächstes? Dann schauen wir uns mal das nächste an. Du bist so eine Moderatorin, ey. Voller Moderieren. Oh Gott, Entschuldigung. Sie kennen das vielleicht. Duschen. Nach einem harten Tag voller Arbeit gibt es nichts Besseres als heiße Dusche. Doch das Duschvergnügen wird erst vollendet, wenn Sie dies hier haben. Das neue Duschbier. Duschbier, das erste Duschgel, das nicht nur reinigt, sondern auch den Durst löscht. Entspannung von außen und innen. Duschbier, der prickelnde Genuss für den ganzen Körper. Na? Vielen Dank. Das muss doch mehr. Irgendwie zwischendurch stark abgelenkt. Ja. Ich weiß gar nicht genau, um was geht's hier? Ich auch. Duschbier. Duschbier. Ich würde sagen, ja. Ja, ich würde sagen, auf keinen Fall. Doch, weil man macht auch, es gibt auch so Bierhaarpackungen. Und diese so. Bibi-Duschschaum-Sachen, die nach irgendwie Muffins riechen oder Donuts Warum oder so. Warum soll es das also nicht Ja, geben? Aber das kann... Aber ich glaube, man kann es nicht... Vielleicht kann man es nicht trinken. Vielleicht. Ja, ich würde sagen, man kann es nicht trinken, aber es riecht vielleicht nach Bier. Aber ich würde sagen, ich würde mal Nein sagen, weil trinken und es gleichzeitig auf den Körper reiben, das... Obwohl andererseits, meine Maskenbildnerin hat mir erzählt, dass jetzt der neue Trend für Haut ist, sich mit Kokosfett einzureiben, was man auch für einen Curry zum Beispiel benutzt. Richtig. Und so. Kann man ja auch essen und sich damit einreiben.
Ich bin dafür. Ich sag trotzdem nein. Einfach für den gelungenen Start in den Morgen. Okay. Das Produkt, das Duschbier, ist von uns erfunden. Schade. Also von daher gesehen, Duschbier. Wer hat jetzt gewonnen? Es ist wie immer, Jan hat gewonnen. Yes, ich hab gewonnen. Yes. Diese unglaubliche yes. Streber. Spürst du auch hier den Ehrgeiz und den Spirit von Stefan Raab? Selbst hier ist er.